Und hiermit wieder herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Wir sind mit einer neuen Folge Bloodborne. Und wir haben hier schon wieder was gefunden. Ja, hier ist überall Gift. Das ist nicht gut. Denn Gift tut uns weh. Wir bleiben hier einfach mal am Rand. Und hoffen, dass wir die Riesen hier... Schlaf, mein Kindlein, schlafe ruhig ein. Na, 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 na. Was ist das hier? Alter, hier sind Würmer. Alter. Fuck. Alter, hier sind... Was war denn das, bitte? Was? Alter, was sind denn das für Dinger? Lauter Würmer da oben. Nein, langsame Vergiftung. Komm her, du. Jetzt aber, jetzt hat's dich gekitzelt. Komm her, mein kleiner Junge, komm her. Ja, dort unten kämpfen, das ist halt so eine Sache. Zum Glück, liebe Leute, zum Glück haben die... Na okay, ich wollte schon fast sagen, keine Waffe. Haben sie zum Glück nicht, weil sonst würde es etwas schwerer sein hier. Es wäre etwas schwerer, ja, ist ganz klar. Da haben wir einfach ein bisschen Glück hier. So. Das Gift geht hier oben natürlich weiter. Was? Alter, was sind das immer für Dinger hier? Alter Falter! Wo bin ich jetzt? Okay, das ist so ein... Ah, hier geht's zu Josefka. Wurde mir gesagt, das ist eine ganz lange Leiter nach oben. Aber ich habe im Urin, ich bin hier drinnen noch nicht ganz fertig. Hm. Was ist da vorne? Da drüben sind ein Arsch voll Würmer, wie ihr seht. Ah komm, ich will nicht so lange warten. Da sind auch wieder Würmer drin. Na komm, 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 das lass mal. Komm, da laufen wir durch jetzt. Da laufen wir durch, da laufen wir durch. Leroy! Jenkins! Ja, wir dürfen uns hier unten nicht zu viel spielen, denn, ja, Gift und so, ne? Wenn, Leute, wenn ihr wisst, was da hinten bei den ganzen, ich glaube, was, keine Ahnung, wie viel Würmer das waren. Wenn ihr wisst, ob es da was Gutes zu finden gibt, sagt einfach Bescheid, ne? Ja, sag Bescheid! Ja, Leute, ich freue mich schon wirklich auf nächste Woche. Erstens mal eine kurze Woche. Weiß nicht, wann das Video abgeloadet wird. Ich schätze mal... Mittwoch, ja dann, schönes Wochenende, ne, verlängertes, wünsche ich euch. Ich freue mich deswegen, weil ich neue Achsen bestellt habe. Für mein Longboard werde ich ein bisschen hin und her fahren. Und auf das freue ich mich tierisch. War leider, ich war etwas dumm, habe einfach ein Longboard gekauft über Amazon. Und dann gemerkt, Reifen sind kacke.
Axt ist kacke. Warum ist die Axt kacke? Ganz einfach, weil sich der Dings, also er hat sich verrieben, ja? Die Axt hat sich verrieben und das Kugellager vom Reifen ist quasi hängen geblieben. Das ist halt ein bisschen blöd. Ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Ja, das Anfangsgebiet ist das. Ah, da oben ist der. Jetzt hat es mich schon erschreckt, Leute. Jetzt hat es mich schon erschreckt. Und ja, da bewegt sich das Kugellager nicht richtig oben und deswegen eiert der Reifen und deswegen verliert man an Geschwindigkeit und deswegen muss ich, armes Bürschlein, mehr antauchen. Ah ja, habt Mitleid mit mir, habt Mitleid. Ich traue der Ruhe hier irgendwie nicht. Oh, da ist so einer. Ein kleiner, perverser Schlingel. Diesmal spiele ich mich nicht mit dir. Ja, der Himmel ist irgendwie so lila und so, ne? Sieht ziemlich cool aus. Ich meine, das sah jetzt nicht gut aus wegen dem Texturfehler da. Ja, das schwebt irgendwie so, keine Ahnung. Aber was erwartet man? Was erwartet man? Im Groben und Ganzen ist es wirklich ein tolles Spiel geworden. Freue mich tierisch auf den zweiten Teil, ne? Wird's ja auch geben. Und ich finde persönlich, Bloodborne ist um einiges, finde ich, besser und interessanter als Dark Souls, ja. Vielleicht ist es auch eine Spur leichter, es ist sogar eine Spur leichter, aber ich finde es einfach cool. Das Setting und alles wirklich geil. Weg mit euch, ihr blöden Federviecher. So, wer will zunächst, als nächstes auf den Latz? Treffe ich den? Nö. Oh! Oh! Du hast es probiert, du hast es auch probiert. Ja, ich freue mich schon, wenn ich die Kanone endlich habe. Ohne Witz, das wird episch. Denn es gibt irgendwie so einen Gegenstand, wo du dich verwandeln kannst, quasi als eine Nachricht, wie wir sie immer so dort sehen, oder Grabstein. Und dann infiltriere ich einfach jemanden. Josefkas Klinik. Dunkel wie eh und je. Na komm. Ich weiß überhaupt nicht, wo es hingeht, ne? Ein Alien weniger. Ja, zu Josefka, ich kann euch hier schon etwas erzählen. Ich hoffe, ich spoilert nicht zu viel oder vielleicht interessiert es euch einfach. Wird für normal eh nicht so erzählt. Josefka ist eine, quasi eine Frau hier, die die Klinik betreut, die Experimente anstellt an diversen. Hier ist sie schon. Oh, mir ist übel. Habt ihr das gespürt? Es schreitet voran. Ich kann Dinge sehen. Ich wusste es. Ich bin anders. Ich bin keine Bestie. Ich... Oh, es fühlt sich schrecklich an, aber es beweist, dass ich erwählt wurde. Seht ihr das nicht? Wie sie sich winden in meinem Kopf. Es ist recht stürmisch. Oh, mir ist es. Ja, das ist jetzt hier so eine Sache, ne? Ich kann Dinge sehen. Liebe Leute. Ich wusste es, ich bin anders. Das ist jetzt hier so eine Sache. Rein theoretisch sollte ich sie jetzt angreifen, weil sie jetzt geschwächt ist. Angeblich gibt es zwei Josefkas, oder ja, ich nenne sie einfach mal Josefka, denn es gibt für die gleiche Rolle zwei unterschiedliche Synchronsprecher. Und mir wurde gesagt, ich sollte sie hier jetzt töten, da sie irgendwie schwanger ist und mir dann ein Kind gibt.
ein Kind nicht, aber das die Nabelschnur, ne? So. Ich hoffe, das war kein Fehler. Ich hoffe, das war kein Fehler. Ich hoffe, das war kein Fehler. Ja, die haben sie höchstwahrscheinlich angegriffen, während sie nicht so geschwächt war. Und geschwächt ist sie erst, wenn der Mond rot ist, beziehungsweise ist der Mond nur rot, wenn wir den Spinnenboss besiegen. Ja. Also wie ihr seht, da steckt ziemlich viel dahinter, ne? Und man muss höchstwahrscheinlich mehr als einmal durchspielen, um alles irgendwie zu entdecken und zu wissen, ja. Und das finde ich ziemlich cool bei dem Spiel. Ich mag's, wirklich. Und man sollte jetzt hier irgendwo eine Einladung bekommen. Einen Zettel suche ich. Kommunion. Cool. Werde ich mir noch ansehen, was das kann. Alter, hier wurden also die Experimente gemacht. Ja, und hier kann man dann, soweit ich weiß, seine NPCs, die in der Kathedrale sitzen, hinschicken. Ja, die werden dann verwandelt und die kann man dann leicht umbringen. Falls man es will und so. Ich meine, der Verrückte, habe ich gehört, der wird so einen riesigen Werwolf. Hallo? Komm! Weg mit dir. Ja, das ist höchstwahrscheinlich die richtige Josefka, denn ich glaube, sie hat sie irgendwie... Ich weiß nicht. Man kann hier wirklich philosophieren, angeblich gibt es zwei, angeblich, weiß nicht. Und das ist jetzt die Vorladung, die wir auslassen könnten, beziehungsweise wo die Gefahr besteht, dass wir es auslassen. Jetzt lesen wir mal. Eine Vorladung, nach Kenhurst zu kommen. Ja, wo nehme ich die nochmal? Ich bin mir nicht mehr sicher. Jo, wo sind wir jetzt? Ah, okay. Hier sind wir. Also ich dachte eigentlich, dass es ein bisschen größer ist. Ein bisschen größer, die Klinik. Aber sie ist hier ganz genau hinterm Spawn quasi, ja. Was ich ziemlich cool finde. Ja, Shortcut haben wir geöffnet. Oh, untersuchen. Handgeschriebene Kritzelei. Suche Bleichblut, um die Jagd auszuweiten. Interessant. Ja, Joseph haben wir jetzt umgebracht. Aber ich glaube, das ist uns wurscht, oder? Ist uns das wurscht? Ich glaube schon. Ja, wir können halt jetzt keine Leute mehr hinschicken, ne? Das ist blöd, aber was passiert mit den Leuten? Sie wären so Aliens und dann, ja, sind sie leichter zu besiegen. Im Endeffekt bringt's gar nichts, ne? So, wir gehen zurück zum Traum. Haben ganz genau das gemacht, was ich wollte. Und das, was ich vorhatte. Und, ja, ne? Zum Glück. Das weiße Gewand schaut irgendwie episch aus, ne? So, schauen wir mal hier rein. Waffe verstärken geht gar nichts. Beziehungsweise nicht meine normalen Waffen. Waffe reparieren, natürlich die Ludwigsklinge. Ah, Moment mal, man kann ja Blutedelsteinverstärkung. Schauen wir hier einfach mal durch, ob wir einen guten haben. Ja, Stich geht hier hoch. Aber nicht um so viel. Okay, hier geht ein bisschen hoch. Feuer ist natürlich ein bisschen blöd. Nehmen wir nicht. So, was haben wir hier?
Nö. Nö. So, und hier schauen wir noch her. So, was habe ich jetzt für Runen? Ich habe ja einmal maximal tragbare Fiolen plus 3. Fangen wir ganz vorne an. Fördert die Maximal-KP, also mehr Lebenspunkte, Gesundheitspunkte. Hier habe ich maximal Ausdauer. Maximale Fiolen. Quecksilberkugel habe ich drinnen. E-Angriff erneuern. Ja, das sind die schweren Angriffe, ne? Weniger Schaden. Blitz, wahnsinnsresistent. Wäre natürlich auch eine interessante Möglichkeit. Hier habe ich zum Beispiel mehr Echos von gefallenen Gegner. Was? Also mehr Gegenstände von gefallenen Gegner. Cool. Na, okay. Nehmen wir das mit den Gegenständen. Läuft bei uns! Läuft bei uns! Läuft bei uns! Kann ich hier jetzt eigentlich mehr kaufen jetzt? Ja. Sorry! So, wir müssen, glaube ich, auf die Knochenstraße jetzt. Wo ist die Knochenstraße nochmal? Wo ist die Knochenstraße? Ah! Haben sie gefunden. Und diesen Zettel müssen wir jetzt irgendwo verwenden dort. Ich weiß jetzt nicht wo, und dann kommt irgendwie eine Kutsche und holt uns ab. Und das, was wir jetzt hier irgendwie entdecken, ist optional, ne? Also das ist rein theoretisch, wenn ich jetzt irgendwie was anderes mache oder sonst irgendwas. Ist es zu spät und es ist wirklich vorbei, ne? Man kommt da dann gar nicht mehr hin. So, gehen wir mal. Wumm! Na, wir wechseln mal ein bisschen die Waffe. Wumm! Alter, ich liebe diese Waffe. Die hat so eine Reichweite. Die hat so eine... Seht ihr euch das mal an? Der macht hier, weiß nicht wie viele Schritte nach vorne. Also die ist wirklich gut. Und schnell vor allem. Wobei sich der schnelle Angriff irgendwie zu langsam auflädt, sagen wir so, ne? Keine Antwort. Ja, dann nicht. Und wir müssen jetzt, soweit ich weiß, müssen wir... Quatsch. Macht nicht so viel Schaden, aber ist halt mehr Reichweite, ne? What the fuck? Ah, komm! Ja, der hat mich etwas geschockt hier, der was hier gerade aufgetaucht ist. Das hat mich ein bisschen gewundert. Okay. Oh, der erwischt mich nicht, der erwischt mich nicht, der erwischt mich nicht. Oh, der hat gesessen. Der hat gesessen, du kleine Oma. Der hat gesessen. Zum. Weg.
Oh, ziemlich cool. Ah, ich wollte eigentlich die Dings hier irgendwie ausgeben. Meine... ja. Yeah! Ich habe gerade noch dran gedacht an der Tussi da oben. An die habe ich gerade noch gedacht. Ja Leute, wie es weitergeht und ob jetzt die Kutsche kommt oder nicht, seht in der nächsten Folge. Hat mich gefreut, dass ihr zugesehen habt. Euer Memento Mari. Danke fürs Zusehen. Ciao, ciao.